Wann wird man so etwas wieder erleben dürfen? Party, ausgelassene Stimmung, ohne Angst vor Ansteckung. Wenn es nach der Kanzlerin geht, sollte es für Frühgeimpfte keine Privilegien geben. Aber dann sagen manche Menschen, wir haben ja keine Impfpflicht. Dann sagen manche Menschen, jetzt möchte ich nicht geimpft werden. Dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Der Konzertveranstalter Eventim ist bereits auf diesen Kurs eingeschwenkt. Das Unternehmen denkt darüber nach, schon beim Buchen der Tickets einen Impfnachweis zu verlangen. Die technischen Voraussetzungen dafür habe man bereits geschaffen. Zitat: Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen. Auch die Fußballvereine würden der Tristesse auf den Rängen wie gestern in Dortmund gern ein Ende machen. Bundesligist Mainz 05 schlägt heute vor, geimpfte Fans zurück in die Stadien zu lassen. Voraussetzung allerdings, ein Ansteckungsrisiko müsse ausgeschlossen sein. Die besonders gebeutelte Gastronomie sieht bei der Diskussion ein ganz anderes Problem. Wie soll ein Gastwirt oder Hotelier überhaupt Gäste abweisen, ohne sich möglicherweise der Diskriminierung auszusetzen? Zum anderen stellt sich die Frage, können wir uns Impfausweise ohne weiteres zeigen lassen oder eben nicht? Und da ist die Politik gehalten, das jetzt schon zu klären. Und wenn es dann im Spätsommer oder im Frühherbst relevant wird, dass wir dann auf rechtlich sicheren Füßen stehen. In den USA hat man bereits eine Entscheidung getroffen. Dort findet Sonntagnacht das weltgrößte Sportereignis, der Super Bowl, statt. Das Spiel wird nicht vor leeren Rängen ausgetragen. In Tampa Bay werden 7.500 Geimpfte im Stadion sitzen, alles Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen.